Hallo und herzlich willkommen beim achten Türchen vom Etwas Martin Adventskalender. Und heute geht es um das Thema, welche Bedeutung messe ich eigentlich meiner Ernährung zu? Ich habe in den letzten 2 Jahren 90 Kilo abgenommen und habe dabei gelernt, dass die Ernährung eine viel zu große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und habe auch gelernt, dass diese Bedeutung abnehmen muss. Ernährung, Essen war für mich alles. Ich habe mich damit getröstet, ich habe mich damit beruhigt, ich habe damit gefeiert. Ich habe immer einen Grund gefunden zu essen. Essen war ein großer Teil meines Lebensinhalts. Und das ist es nicht mehr. Ich habe immer noch Spaß und Genuss an den Dingen, die ich esse, aber ich messe ihm nicht mehr diese Bedeutung zu. Ich gebe dem Thema relativ wenig Raum. Das liegt auch daran, dass ich zum Beispiel Meal Planning betreibe, vorkoche und wirklich mein Essen vorstrukturiere, immer nur das im Haus habe, was ich auch wirklich esse, damit ich da keiner Versuchung erliege und wirklich dem Thema Essen so wenig Bedeutung zumesse, dass es im größten Teil ein Selbstläufer wird, den ich dann immer mal wieder kontrollieren muss. Aber in erster Linie passiert meine Ernährung von selbst. Und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Für viele Leute spielt das Thema Ernährung eine viel zu große Rolle, gerade auch wenn sie versuchen abzunehmen, ihre Ernährung umzustellen. Beschäftigen sie sich halt nur noch mit gesunder Ernährung und bieten dem Thema einfach wieder so viel Raum, sich zu entfalten, dass es auch wieder übermächtig wird und vielleicht auch einfach eine zu große Rolle in ihrem Leben spielt. Von daher guckt zu oder fragt euch selber, welche Bedeutung das Thema Ernährung in eurem Leben habt und ob ihr da vielleicht ein bisschen nachsteuern solltet. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, damit ihr keine Adventstürchen und andere Videos mehr von mir verpasst und ihr seht mich im nächsten Video.